Der Stifterverband versucht, gute Studiengänge zu finden, und das haben ja schon viele versucht. Also gute Studiengänge, die Beurteilung guter Studiengänge ist ja perspektivenabhängig. Akkreditierer haben eine andere Perspektive auf Studiengänge als beispielsweise Politiker oder Hochschullehrer. Die einzigen, die Studiengänge wirklich bewerten können, das sind die Studierenden. Denn die erleben die Studiengänge nicht nur auf dem Papier, nicht nur in einzelnen Lehrveranstaltungen, sondern in ihrer Gesamtheit im täglichen Umfeld. Wir wollen deren Perspektive mal abfragen und wir wollen auch ein bisschen recherchieren, wo denn wirklich gute Studiengänge sind. Denn man hört vieles über Kritik an Studiengängen, aber selten erfährt man eigentlich, wo das denn wirklich gut funktioniert. Wir wollen natürlich damit noch einmal die Diskussion über die Qualitätskriterien in der Lehre schärfen. Wir haben Kriterien, die sind in Kriterienkatalogen von Akkreditierungsagenturen festgelegt, von Ministerien, der Wirtschaft und so weiter. Aber die Studierenden kommen eigentlich selten zur Sprache. Und das sind ja diejenigen, die sozusagen in diesen Studiengängen sich weiterentwickeln müssen. Und deshalb ist der Blick, glaube ich, ganz wichtig. Wirklich überzeugend kann ein Studiengang auch in wenigen Worten beschrieben werden. Es kommt darauf an, das Wichtigste herauszufiltern. Und das sind Kriterien, die wir mal in Eckpunkten beschrieben haben, aber die letztendlich von den Studierenden selbst bestimmt werden sollen. Wir haben da, wie gesagt, nichts vorgegeben, aber wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass Studierende besonders darauf achten, ob sie Freiräume für individuelles Lernen haben, ob sie Freiräume für Mobilitätsfenster haben, ob der Studiengang hinreichend international gestaltet ist, ob er innovative Lehrinhalte auch beinhaltet, ob die Abstimmungen zwischen den Lehrveranstaltungen gut sind und passend sind und auch studierbar sind, bis hin zu der Frage, ob Theorie- und Praxisbezug hergestellt wird. Für einige Studierende wird der Praxisbezug wichtig sein, für andere wird es wichtig sein, dass möglichst früh am Beginn des Studiums auch die Forschung kennengelernt wird. Aber das sollen die Studierenden in Kooperation mit den jeweiligen Fachschaften selber bestimmen. Alle Studiengänge an allen staatlich anerkannten Hochschulen in allen Fächern sind bewertungsfähig und wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Am 28. November werden dann die Preisträger ausgesucht. Es gibt eine Vorentscheidung. Am Ende werden 8 oder 10 eingeladen zu einer Endrunde. Die präsentieren sich dann im Team mit demjenigen, der den Studiengang vorgeschlagen hat und demjenigen, der ihn konzipiert hat. Und am Ende entscheidet die Jury, wer die 3 Preise bekommt. Summa cum laude, magna cum laude und cum laude, die jeweils mit Preisgeldern von 1.000 bis 3.000 Euro gematcht werden.